Schritt wie folgt. Alles Gute. Danke. Namensgebend für die Waldorfschule war eine Märchensammlung A, Reformpädagogin B, Zigarettenfabrik C oder war es eine Glaubensgemeinschaft? Die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria hat einen Kindergarten gehabt. Und das war die Waldorfschule. Fragen Sie mich jetzt nicht, woher das war, ich weiß es nicht mehr. Zigarettenfabrik? Ja. Also, nochmal für mich und alle, die so geistig minder bemittelt sind wie ich. Das nochmal. Die Zigarettenfabrik Waldorf Astoria, also es war hinter Zigarettenmarken anscheinend, hat einen Kindergarten gehabt oder eine Schule. Und von dem kommt das Wort Waldorfschule. Muss ich irgendwo in den Medien oder im Zuge meiner Vorbereitung aufgeschnappt haben. Ich kann es nicht mehr erklären, wieso das so war, aber es war die Zigarettenfabrik. Irrtum ausgeschlossen. Ja. Wenn jetzt nicht dieses depperte Coronavirus da war, hätte ich zu Ihnen sagen, wollen Sie bei mir einen Puls fühlen? Weil ich glaube, mein Pumpen geht schneller wie Ihre. Kann sein, ja. Märchensammlung, Reformpädagogin. Ich habe Sie beobachtet, bei der Märchensammlung haben Sie schon den Kopf so innerlich zumindest gebeitelt. Da haben wir gedacht, Reformpädagogin springt Sie an. Glaubensgemeinschaft, auch nicht. Waldorf Astoria, das war eine Chic-Fabrik, sagen Sie. Jo. Wollen Sie jetzt das eingeloggt haben oder reicht bitte, Ihnen das? Bitte. Achso. Machen wir das. Antwort C. Bitte. Antwort C. Jetzt wieder bei mir her. Wird der bei Ihnen auch her? Absolut sicher. Ja. Gut. Lieber Christoph, Sie wollen Antwort C eingeloggt haben. Ja. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Sie sagen das mit dem Brust und der Überzeugung. C. Locken wir bitte ein. Locken wir bitte ein. Ich muss trotzdem noch mal darauf hinweisen, Sie könnten ja 15.000 Ober folgen. Ja, aber es ist die Antwort C. Antwort C, die Zigarettenfabrik. Antwort C, Zigarettenfabrik. Eine damit. ...1919 wurde die Waldorfschule gegründet. Warte, dann brauche ich die Brillen. Und zwar von einem Direktor. Nämlich vom Direktor der Zigarettenfabrik! Ja! Grandios! Super. Oh, leck. Bravo, Busch! Sehr schön! So, und jetzt muss man natürlich. Komm mal von daher! Noch sitzen oder stehen, Christoph? Was? Ich sitze noch ein bisschen. So, was? Christoph! Was geht jetzt in einem vor? Das wollen wir wissen. Jetzt? Was geht denn jetzt in den Kopf? Es wird ein Bier recht. Ein Bier wird jetzt recht. Ja. Eins wird hoffentlich zu wenig sein, oder? Ich kann es noch nicht so glauben. Ja. Nein, ist ein Wahnsinn.
Aber jetzt, wenn wir noch mal kurz. Großartig, gell? Super. Wenn wir das noch mal kurz. Wenn wir uns noch mal kurz überlegen, warte mal, wie haben es denn angefangen? Es hat eigentlich alles recht gut geflutscht, guck mal. Sind wir irgendwo einmal gegangen? Nein, da war der Michelangelo. Ah, Michelangelo, da, das war ein da bisschen. Ist der Zucker ein bisschen durchgekommen. Ja, genau. Aber das war wahrscheinlich der Big Point. Ja, genau. Von dort weg ist es dann richtig dahingegangen. War das Bond Girl noch, wo wir nicht sicher Bond Girl, da waren super, das haben sie gewusst. Mir beeindruckt das Testament, wie das von Beethoven, das. Heiligenstädter Testament. Heiligenstädter Testament, da haben wir gedacht, boah, der. Das ist ein Hundling, haben wir gedacht. Und jetzt sind heute die Millionen. So, noch einmal, lieber Christoph, beste Grüße in die Heimat. Danke. Gut wird jetzt auch, ich würde sagen, der Teufel los sein. Und ich freue mich für Sie, wenn Sie heimkommen. Ja. Und es gibt diesen Empfang bei Ihnen. Na, lässig. Herzliche Gratulation. 1 Million Euro, Christoph Götzendorfer. Bravo. Danke für uns. Bravo.